Peggy 18. Jo, dann wollen wir mal die letzte Folge für heute beginnen. Ja, ich hab ihn nicht mal berührt. Naja, die Schulter. Nun behaupte mal, der ist ein bisschen scheiße abzuschätzen. Alles in Ordnung, Isaac? Ich glaube, das waren erstmal alle. Warum hat Titan den Strom abgeschaltet? Was haben sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie, wissen Sie, was ein Marker ist? Ja, die Ornithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja. Titan hat mit den Codes und Schemata in unseren Köpfen, meinem und Strauss, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören. Und Strauss muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche, sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Strauss im Auge. Den Tür öffnen. Das funktioniert. Ich kann durch die Tür greifen. Ha. Na gut, wollen wir mal hier weiter. Gut, das sind böse Dinger. Okay, ich zeige euch mal, was passiert, wenn man denen zu nah kommt. Das. Und ich glaube, wir haben wieder die Gegner gesehen, die Wächter, die Türwächter, zumindest gehört. Normales Einsammeln, na gut. Also kann man es auch mal dann. Verdammt. Danke. Yay, Torwächter.
Ich wollte gerade fragen, ob hier noch ein zweiter ist. Was haben wir denn so, was wir weg kann? Das da. Fahrstuhl. Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Fahrstuhl. Ich bin Isaac. Oh, Kapitel 7. Schalten Sie den Strom ab. Man kann Geräusche drei Blocks weit hören. Er wird doch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Ah, was haben wir hier? Eine Werkbank, ein Shop. Und ein Gegner. Zwei Gegner. So, jetzt kann ich aber endlich mal auf die Werkbank. Danke. Nö, ich denke nicht. Hä, stopp. Verdammt. Ich dachte, das wären auch Lebenspunkte. Ja, komm. Entfernen wir mal bitte alle nochmal. Das heißt, ich müsste bis davor durchbauen. So, haben wir hier noch einen? So. Scheiße. Ach gut, dass ich mich im Hardcore-Modus dann nicht aufs Verbessern und so konzentrieren muss. So, wir haben das. Bewegen wir einmal. Dann bewegen wir die mal alle. Vier sollten reichen und dann kaufen wir mal ein bisschen Energie. So, das sollte erstmal reichen. Und sonst war hier nichts, ne? Da lang, okay. Doch, da war der Speicherpunkt. Ah, schön, Speicherpunkt. Ja, was uns für jetzt noch so Tolles erwartet. Herr Duffington befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wird ein Reparaturauftrag erteilt. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingport, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich immer wieder. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Schießen kann man dann nicht drauf. Ach, ging das dann nochmal? Oh. Interessant. Ach so, du bist das hier, ne? Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Wie ging's denn? Müssen irgendwo solche Dinger rumschweben. Und die müssen wir daran, glaube ich, festmachen. Zumindest dachte ich das.
Teich hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Das riecht nach... Gehen Sie einfach weiter. Tops. Ah, wir sind gerettet. Und wie bewege ich mich gerade so schnell? Ist das normal? Oh nein. Fahrstuhl. Ich erinnere mich. Am besten, ihr stellt euch in die Mitte. Das ist immer gut. Und genießt dann erstmal die Aussicht gleich. Schaut es euch an. Die Welten. Ach, was für eine schöne Aussicht. Man könnte fast vergessen, man ist in ein Horrorspiel. Aber nur fast. Seht ihr? Warum nur fast? Oh ja, verdammt. Verdammt. Ja, genau deswegen. Man hat kaum Ausweichmöglichkeiten und man merkt die vielleicht auch mal zu spät, die Gegner. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele von denen da kommen. Ehrlich gesagt. Oh ne, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen oder was? Den Punkt hättet ihr vielleicht ein bisschen intelligenter setzen können. Hä? Ist doch da. Hä? So waren das dann. Ah, jetzt bist du offen. Also nochmal. Nochmal die Fahrstuhlfahrt genießen. Wum, 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 wum. Bist du Isaac? Wir sind von der Security. Ich hasse es. Was? Oh, ich hasse diese Stelle. Ah, Folge vorbei. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.